Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des dritten Trophy Community Rennens in GTA 6. Folge 3 dürfte das sein. Wir fahren Leistungsklasse 650 LP auf einer Strecke, die per Abstimmung gewählt wurde, nämlich Brands Hatch Indy Circuit. Wir sehen, es gibt verschiedenste Autos. Kevkev hat sich für einen Geländewagen entschieden, der aber auch auf der Straße ganz gut sein sollte. Es gibt einen R8, einen GT3 R8, einen GTR Black Edition. Es gibt zwei R8 sogar jetzt. Es gibt einen GT500 Wagen natürlich mit dem HSV. Und ansonsten noch einen Straßenwagen mit dem Cerberus Speech und dem SLR McLaren. Da kommt noch ein HSV rein gerade. Ich habe mich für das CLK Touring Car entschieden. Im Endeffekt war die Wahl, nehme ich CLK Touring Car oder nehme ich meinen grünen Flitzer und nehme ein bisschen Leistungspunkte raus. Ich hoffe, mit dem CLK Touring Car geht's. Schon ewig nicht mehr gefahren. Die Beschleunigungsempfindlichkeit können wir hier mal ein bisschen runterstellen. Nochmal auf 20, so. Da sind noch einige nicht auf der Strecke, deswegen warten wir noch ein bisschen. 9 Runden habe ich eingestellt. Und wie versprochen, machen wir heute die Folge ein bisschen länger. Wir fahren nämlich danach noch 700 LP und da nehme ich dann wahrscheinlich meinen grünen Flitzer. Dann liege ich zwar ganze 30 LP drunter. Ach ja, stimmt, der hat ja keine Cockpit-Ansicht. Oha, Erik beim Anbremsen auf dem Gras. Und ich beim Gasgeben auf dem Gas. Und zwar ein bisschen zu viel. Also 11 Leute drin, die Lobby war gerade eben fast voll. Und deswegen warten wir noch mal ein bisschen, 12 Leute. Was ist denn los? Ah, oh Gott, Automatik. Ich wollte gerade sagen, der schaltet überhaupt nicht, wenn ich drücke, ey. Ich habe gerade eben erst gedacht, das wäre so eine kleine Lag-Verzögerung, aber dann so mehrere Sekunden. Erik hat übelste Ruckler. Ich habe gerade eben auch kleinere Ruckler gehabt. Das liegt aber, wie gesagt, nicht am Internet. Veranstaltungseinstellungs-Shit wollte ich nicht ändern. Ich wollte Fahroption ändern. Wieso denn Automatik? Wieso habe ich den Wagen auf Automatik gehabt? Das ist mir jetzt aber ein Rätsel. Krefeld fährt ein Z4 GT3, also wir haben wirklich alles vertreten hier. Mehrere GT3-Wagen, Rallye-Wagen, DTM-Wagen, GT500-Wagen. Wirklich alles am Start. Oh Mann, bei mir ist jetzt aber auch leicht. Wum, wum, wum. Ist immer schwer aus dem scheiß Kiesberg rauszufahren. Justin. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Toyota WD, tut mir leid. Das war blöd, da hätte ich mir ein Rückspiegel gucken müssen. Hinter Meccano in einem Straßenwagen. So, wir sind jetzt 14 Leute drin. Ich drücke auf Start. Ich drücke mit meinen Augen den Gefällt mir Knopf. Ein ziemlich dummes Zitat aus einer ziemlich oberflächlichen Studentenzeitung. Boah, die Kurve, ne? Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie, weil ich sie nie treffe. Diesmal dürfte ich relativ weit vorne starten, weil ich vorhin so schön verkackt habe, in der letzten Folge natürlich. Ich werde mir das nie angewöhnen, immer in der letzten Folge zu sagen, weil es für mich einfach gerade mal 10 Minuten her ist. So. Jetzt erstmal ein bisschen schwarzen Bildschirm anstarren. Vielleicht noch so ein Stückchen Erdbeere in den Mund schieben. Ohne dass ihr es merkt. Hoffentlich. Was? Neunter? What the hell? Zwei.
Eins. Oh, ich bin wieder gut weggekommen. Irgendeiner ist da stehen geblieben. Sehr guter Reflex davon von Fortline. Ah, ich habe mich vorbeigedrängt hier in der ersten Kurve, die ich eigentlich sonst überhaupt nicht mag. Krefeld ist der Einzige, der richtig gebremst hat. Ich wollte gerade sagen, ist zu früh auf der Bremse, aber er ist tatsächlich der Einzige gewesen, der richtig gebremst hat. Ich muss ja zugeben, ich habe für den Indie-Kurs hier auch bei der GT500-Meisterschaft gestimmt. Weil ich ihn einfach mag. Mein Dank gilt hier dem Toyota WD, der mir tatsächlich genug Platz gelassen hat, um Tom Kranich auszuweichen, der ganz schön ins Schlingern kam. Und jetzt versuchen wir nochmal einen Kev ranzufahren. In seinem Audi Quattro S1. Der jetzt auch hinter mir fährt. Der Wagen. Getriebe war soweit so eingestellt, wie ich es hatte. Ist ein bisschen zu lang. Mann, man merkt es wirklich, wie das Getriebe einfach viel zu lang ist. Mir fehlt fast ein ganzer Gang. Vorne fällt er mir weg, hinten kommen sie immer mehr ran. Da musste ich jetzt ein bisschen gegenlenken, wie man gehört hat. Jetzt muss Kev gleich das erste Mal überrunden. Vielleicht eine Chance für mich, da ranzukommen. Ich wünsche es mir natürlich nicht, dass es da vorne jetzt einen Unfall gibt oder so. Das wäre einfach nur blöd für alle. Hat man ja schon öfter mal gesehen, dass was passiert. Mann, 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 Erdbrot da hinten will mich unbedingt kriegen. Scheiße. Das sind vorbei. Gucken, ob ich da jetzt noch mithalten kann. Oh, ich bin schneller auf der Geraden. In der Kurve wird er sicherlich besser liegen. GT-Fan, gut ausgewichen. Das war auch nicht geplant, dass ich... Fuck, Alter, ich krieg den Wagen nicht beschleunigt. Was ist da denn los, Mann? Ich wollte einfach nur geradeaus beschleunigen.
Ma, auch hier wieder voll von der Strecke runter. Boah, ich weiß nicht, was da los ist. Heute im GTA 500 Training lief es auch nicht so recht für mich. Dann halt gegen Krefeld. Ich werde dich zerstören, Krefeld. Ihr habt vielleicht ganz viele Hybridbusse, aber im Rennsport werde ich euch schlagen, Krefeld. Blöd, 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 blöd. Mein Wagen ist auch sehr grün. So, wie ich über Gras fahre. Ach man, und die Kurve dann. Ah, oh, Junge, was ist das denn? Boah, ne, ich bleib jetzt hier an der Seite stehen und beschleunige ganz langsam. Es läuft gerade überhaupt nicht. Eine Runde Unterschied. Kev da vorne hat mich gerade eben überrundet. Ich kann mich jetzt natürlich zurückrunden, weil er fertig ist und deswegen langsam rumgurkt. Da war ich wieder ganz leicht hinten rechts drauf. Und da ist das Ziel. Mein Gott. Schwach. Wirklich schwach. Ihr könnt ja behaupten, ich mache das absichtlich, damit ich beim nächsten Rennen vorne stehen kann. Scheiße. Echt nicht gut. Natürlich gucken wir uns wieder die Stimmen zum Rennen an. Und nehmen das Geld natürlich an. Erik entschuldigt sich. Wofür entschuldigt sich Erik? Ich weiß es nicht. Ja, ich nehme auf. Das ist immer wieder die Frage, kommen muss. Nimmst du auf? Wollt ihr wirklich nur auf YouTube sein und tretet deswegen der Lobby bei? Oder wollt ihr nur mit Freunden fahren? Was ist euch wichtiger, mit netten Leuten fahren oder in der Aufnahme zu sein? Also auf jeden Fall jetzt mal hier, dies, das. LP-Limit erhöhen auf 702 hat sich Kano gewünscht. Das gibt's natürlich nicht. Ich kann jetzt nicht LP genau das einstellen, was irgendwer sich wünscht. Das wäre ein bisschen unfair, wenn dann Kano Taurus da mit dem perfekten Wagen fahren kann. So muss er seinem perfekten Wagen noch ganze 2 Leistungspunkte wegnehmen. Das tut natürlich im Herzen weh, ich weiß. Und ich nehme dann, was nehme ich denn? 700 LP. Oha, der einzige Wagen, der da nah genug dran liegt und fahrbar ist, ist der SX4. Oder der AMG, der lässt sich auch geil fahren. Wir nehmen vielleicht den. Weil die Viper, die lässt sich eh nicht geil fahren. Stealth Model finde ich nicht so cool. Die Dragon Vampires Lieblingswagen finde ich auch nicht so cool. Ich entscheide mich für den AMG. Und wir ändern natürlich die Strecke, das habe ich jetzt vergessen zu initialisieren. Wo fahren wir denn? Was passt denn gut zu 700 LP? Ich würde sagen, da passt halt Laguna Seca zum Beispiel ganz geil. Die Strecke ist schön breit. Es passt
Laguna Seca, es passt Rome. Hatte ich vorhin schon für gestimmt. Es passt Deep Forest. Ich stimme für Deep Forest. Kano natürlich üblich, wie üblich für die Special Stage Route X. Power Surf hat jetzt auch für Matterhorn gestimmt. Hatte ich vorhin für gestimmt. Ich finde, mit diesen Autos 700 LP ist Matterhorn ein bisschen zu klein und zu eng. Und es wird neue Zeit, 13 Uhr. Silverstone. Silverstone. Silverstone International Circuit. Das ist die kurze Variante, ne? Starten, dann geht's. Ja, das ist die kurze Variante vom Silverstone. Wie lange braucht man da wohl für eine Runde? Mega Strecke finde ich nicht. Ich mag Silverstone nicht so. Daniela Sara lebt. Deswegen können wir nichts tun. Außer schreiben. Und das macht Kano. Er schreibt. Thanas de Monkey schreibt auch irgendwas. Wer ist Thanas de Monkey? Aha, da siehst du, Erik hat Geschmack, der nimmt den SX4. Daniela Sara hat auch sehr guten Geschmack, nimmt den gleichen Wagen wie ich. Sehr schön. Auch ein Sonder am Start, das war klar, dass auch der dabei sein wird. Mal gucken. Getriebe kürzen, weniger Runden einstellen. Das werden wir jetzt alles herausfinden in der ersten Testrunde, die wir fahren. Wenn ich denn Dinge sehen dürfte. Ah, jetzt. Oh, der Sonder geht aber ganz schön weg. Da fehlt auch der siebte Gang noch. Alter, was ist? Was ist das denn? Wieso bin ich denn jetzt so scheiße im Abschätzen von Bremspunkten? Habe ich wirklich mein Gefühl so kaputt gemacht, dadurch, dass ich immer nur noch einen Wagen fahre momentan, dass ich überhaupt nicht mehr mein Fahrverhalten an andere Autos adaptieren kann, muss ich gleich unbedingt GT500 einstellen, um einmal gewinnen zu können. Mann, wieso? Das war jetzt ein bisschen. Erik mit einer Bestzeit, Kev mit einer Bestzeit. Ja, Mann, Getriebe ist ja viel zu kurz. Ey. 250, wer hat sich das denn ausgedacht, das Getriebe auf 250 zu stellen? Das geht ja überhaupt nicht. 280 Minimum, habe ich eigentlich die Wiederholung gerade eben gespeichert? Okay. Habe ich. Mann, dass ich auch immer hier noch die Teilnahme extra abbrechen muss. Anstatt dass der das wenigstens automatisch macht, wenn ich in die Einstellungen gehe. What the hell, das ist doch nicht Standard für den Wagen, oder? Als ob der sich tiefer gelegt so viel besser fährt. Ich ändere da mal eben mein Setup. Jetzt müssen die anderen halt... Doch, es ist Standard. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der standardmäßig so tief ist. Getriebe, du musst einmal länger werden. Ich nehme sogar mal 92, komm. Wenn wir Windschatten fahren, dann könnten wir da schnell drankommen. Beschleunigungsempfindlichkeit niedriger, Leistung, volle Pulle, ne? Turbosatz für hohe Drehzahlen ist drin. Lachgas haben wir nicht.
dürfen wir auch nicht haben. Abtrieb und alles passt. Alle sind drin und es geht dann los. Erik mit dem SX4 vor mir. Mal gucken, wer schneller ist in den nächsten 30 Sekunden, bis das Rennen startet. Keiner, beide verpassen die Kurve. Wieso sagt denn keiner, dass ich hier meinen Cockpit-Ansicht-Modus schalten sollte? Ja, ich meine, der Wagen ist doch wunderschön vom Cockpit. Und gleich geht's los. Ich starte wieder relativ weit vorne. Vor mir müsste unter anderem Fault Line 52 sein. Es müsste Tom Kranich vor mir sein. Der ist ja, glaube ich, rausgegangen aus dem letzten Rennen. Es müssten die beiden Spanier, die neu reingekommen sind, vor mir sein. Es müsste Erik vor mir sein. Wir werden sehen, wer noch alles vor mir ist. Wenn das Bild sich endlich von schwarz zu bunt verfärbt. So, damit. Wieder ganz gut weggekommen. Es leckte leicht. Oh, Kanu mit dem Veyron. Oh, das tut mir aber leid. Ich hätte gerne noch mehr gebremst. Ich habe von hinten einen drauf gekriegt. Dann hatte ich Angst, weiter zu bremsen. Oh mein Gott, was für ein Massaker hier. Also, wieso dieses Layout? Ja, mit dem Wagen sollte man zumindest das große Layout fahren. Aber das liegt wahrscheinlich daran. Oha, was war da hinten los? Das liegt vermutlich daran, dass man bei der Streckenauswahl das Layout nicht sehen kann. Power Surfer, das war ein sehr riskantes Manöver da. Hätte ich da in meine normale Kurve eingelenkt, dann. Oh Mann, als ich krieg selbst die Kurve nicht. Kano hat anscheinend auch eine Kurve nicht gekriegt, was anhand seines Monsters da kein Wunder ist. Also Erik ist da vorne kaum auf der Strecke, das gibt's aber nicht. Dann zumindest langsamer werden, wenn du die ganze Zeit neben der Strecke fährst. Sekunden hole ich auf oder verliere ich? Ich weiß es nicht. Konzentriere mich aufs Fahren. So, das ist das Getriebe zu Ende. Dann gehe ich auf die Bremse. Das ist echt gut. Hier schon fast wieder zu weit raus. Thank you.
Shit. Da wäre der mir fast beim Retten nochmal ausgebrochen. Das war meine Schuld. Kano, Krefeld. Sorry, da bin ich geguckt. Ich dachte, von hinten kommt keiner mehr. Weil ich dachte, ich bin weiter hinten. Ich bin jetzt also auf Position 7. Ich dachte gerade so, ich bin 10. GT-Fan hinter mir. Genau, GT-Fan. Genau. Oh Mann, auch hier wieder viel zu weit raus. Nee, das geht echt nicht. Was mache ich denn da? Ich möchte gleich wirklich mal GT500 fahren. Ein kurzes Rennen GT500. Hey, guck dir das an. Wie ich die Kurve verpasst habe. Der Wagen war doch mal so geil. Bin ich so blöd? Kann ich nicht mehr fahren? Oh Mann, das hat gerade eben mein Kopfhörerkabel eingeklemmt. Bin ich so blöd? Kann ich nicht fahren oder... Ist der Wagen scheiße geworden? Hier eigentlich wieder viel zu weit draußen. Aber der Grip ist überhaupt nicht da. Ja, wir fahren ohne Rutschstock. Ja, wir fahren mit realistischen Grip-Einstellungen abseits der Ideallinie. Aber guck dir das mal an. Der fährt sich ja fast so scheiße wie der Ferrari FXX. Die Leute, die die Saisonveranstaltung gefahren haben, wissen, was ich meine. Natürlich war das blöd, dass ich nicht vorher vom Gas gegangen bin. Mann, aber trotzdem. So, jetzt bleibe ich mal in meinem Klonwagen hier hin. Viel zu weit draußen wieder. Ich glaube, Kevkov hat mich gerade überrundet, oder? Was war das? What the fuck? Was so? Vorne links auf 6 runter. Wenn das so weitergeht, muss ich noch in die Box, ey. Eine Runde Unterschied. Das geht doch nicht. Als ob ich die Kurve nicht schneller fahren kann. Guck dir das an. Genau, schneid mal euch den Weg ab, Genius. Sieht so aus, als würde ich nicht mal ins Ziel kommen. Ach, der GT-Fan wieder. Hi. Ja, die läuft auch nicht so. Mein Gott, guck dir das an! Der WD wird mich überrunden.
Die haben doch 100 Pro irgendwas an den Bremsen gemacht. Es kann nicht sein, dass er so lahmarschig bremst und dass er so wenig Grip generell hat. Ich fahre mit Rennen weich. Oder ist mein Geschwindigkeitsgefühl so im Arsch, dass ich immer denke, oh, die Kurven müsstest du eigentlich mit der Geschwindigkeit kriegen. Natürlich ist 180 nicht wenig. Aber so eng ist die Kurve nicht. Und Ende. Alter, was ist das denn? 1,30 Rückstand und blamabel, Alter. Das ist echt blamabel. Ich mache jetzt gleich mal eine Pause. Ja, wir warten jetzt auch die Diskussion nicht mehr, aber ich mache jetzt erstmal eine Pause. 5 Minuten entspannen und dann geht's hoffentlich ein bisschen besser weiter. Das möchte ich auf keinen Fall weiter zumuten, ey. Das ist ja schlimm. Ansonsten gucken wir gleich mal ein bisschen den anderen zu und fahren nicht selbst. Gut. Trotz dieser Qualen für Aug und Ohr, danke fürs Zuschauen und bis bald.